So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserem tollen Let's Play. Ich muss mal gucken, alles eingestellt noch, super, weil ich habe alles schon mal eingestellt gehabt. Ja, ich hoffe, der Ton passt. Ich werde es in der Aufnahme nachher noch mal hören. Aber ja, wir gucken erstmal, wie das Spiel ist. Early Access vor ein Jahr steht auf Steam. Also werde ich dieses Spiel, denke ich, dieses ganze Jahr auch begleiten. Nicht immer nur, aber mal. So mal auch nach größeren Updates mal wieder reingucken. Aber jetzt machen wir erstmal hier ein Let's Play. Was haben wir denn hier? Oh, Real Simulation. Dann Israel-Iran-Konflikt. Sehr aktuell zurzeit. Leider hier noch auf Englisch. Aber ich verstehe es ja. Und naja, wer den Konflikt kennt, der weiß ja ungefähr, was hier passieren könnte. Und China-USA-Konflikt. Spannend. Was ist das? Start? Ja, kann ich es aussuchen? Oh. Kann man aussuchen. Die Frage ist natürlich, sind alle Startjahre schon fertig? Ich denke noch nicht. Wir machen Spielladen. Multiplayer. Geht der schon? Ach, der geht noch nicht. Boarding Tour geht schon. Wir schon Mods runterladen? Aber bestimmt noch nicht. Ich denke mal, Early Access wird das noch nicht so möglich sein. Und welche Länder? Gibt es alle Länder? Ah, okay. Auf Deutsch natürlich. Also ich denke, alles wird noch nicht auf Deutsch. Ja, hier zum Beispiel die Namen sind noch nicht auf Deutsch. So, was haben wir hier? Germany. Regierung, volle Demokratie. Bevölkerung 83 Millionen Menschen. Bevölkerungswachstum 0,18 Leute. Personal beim Militär 184.000 und ein BIP von 3,8 Billionen. Ja, wir sind 2020. Ich glaube, man wird später noch anders starten können. Aber wir spielen erstmal so, würde ich sagen. Wir gucken uns das am Samstag ja nochmal genauer an. Also, wenn es wieder rauskommt für euch morgen. Ich nehme das ja heute schon am Sonntag auf. Ja, am Donnerstag. Ich glaube tatsächlich, aber ich muss noch ein bisschen den Ton leiser machen. Lieber ist der Ton zu leise, würde ich sagen, als wenn er zu laut ist. Ja, dann würde ich sagen, nimm mal doch Deutschland. Haben wir denn hier? Schwierigkeit easy, normal, hart, realistisch. Wir gehen erstmal easy. Covid-19. Ah, fürs Let's Play will ich es ausmachen. Da können wir am Samstag mal reingucken. Aber ich hasse Corona-Management. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern es ist arschteuer. High-End-PC. Ich denke mal, dass der High-End ist. Eisenmodus. Ach so, der Iron Man-Modus. Wenn ich dann ohne Cheats und so, okay. Politische Simulation, ja, würde ich sagen, politische Leitung. Makro oder Mikro, weiß ich nicht, was das ist. Gucken wir mal. Nebel des Kriegs lassen wir an. Unbegrenzte Ressourcen machen wir aus. Und Tutorial machen wir auch aus. Das gucken wir uns am Samstag an. Boah, richtig spannend hier, ist ja wie Hearts of Iron. So, schön Hintergrund. Tipps, Sie können jedes Land heimlich über das Geheimdienstpanel angreifen. Unsere Flagge fliegt nicht, weil der Wind ihn bewegt. Sie fliegt mit dem Le Okay, fragen Sie nicht, was Ihr Land für Sie tun kann. Fragen Sie, was Sie für Ihr Land tun können. Das kenne ich, das von Kennedy, ja, steht ja auch da. Putin, die Terroristen zu vergeben ist bei Gott, aber sie. Meine Güte. Das dauert echt lange hier zum Laden. Aber diese coole Hintergründe. Ist denn Chester. Chesterton? Den kenne ich gar nicht. Hochschulbewertung bedeutet höhere Chancen für Technologiedurchbrüche. Okay, ist interessant. Länder mit guter Gesundheitsbewertung und Sicherheitsbewertung werden während. Okay. Ich zerstöre meine Feinde, wenn ich sie zu meinen Freunden mache. Abraham Lincoln. Das war noch nicht so ganz richtig formatiert. Also werden hier auch mal nach kleineren Bugs, kleineren Fehlern suchen. Formatierungsfehler, Schreibfehler. Was auch sonst. Aber wir gehen hier erstmal ein bisschen. Ja, neutral rein. Ich finde, das Bild ist auch ein bisschen unscharf. Das liegt aber vielleicht, weil ich auf 2K spiele. Ich denke mal, auf 1080p wird es schärfer sein. Weil es muss ja logisch größer gezogen werden. Oh, was ist das hier? Okay. Der dritte, erste. Ich hatte doch das andere Format. Tag, Tag, Monat, Monat. Ja. Ist doch das Richtige oder nicht? Oder bin ich gerade verwirrt?
Ach so, ja, stimmt das. Oh, nee, die Steuerung ist invertiert. Das finde ich schlimm. Ja, bitte. Oh ja, das ist schon besser. Okay, gucken wir uns die Karte erstmal an. Ja, sieht ein bisschen sehr farbenfroh, aber irgendwie. Ja, es hat so ein bisschen Hearts of Iron, nur das ist halt realistischer, nicht so cartoonig. Okay, Wasser wird hier alles geladen. Ja, das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor aus dem Spiel. Die Länder, warum sind manche so eingefärbt? Woran liegt das? Achso, ich kann mir die einzelnen Provinzen noch angucken. Oh, ach so, vielleicht sind das die fertigen schon. Weil die kann ich mir noch nicht alle angucken. Ich denke mal, das sind halt schon die Länder, die fertig sind. Die jetzt in der Early Access spielbar sind. Sind doch schon einige. Ach du Scheiße, kann man ja alles machen. Okay, wir haben ja Deutschland. Unser Ziel ist in dem Projekt einfach nur Deutschland spielen und ein bisschen das besser machen als die jetzige Regierung. Es sollte nicht so schwer sein. You are not researching any new technology. Okay. Was ist das hier? Okay. Ist halt, dass wir noch nichts machen. Öl produzieren wir keins, sondern importieren wir auch nichts. Okay. Wir haben also einen Ölmangel von 23. Was ist das? BBL? Kenn ich nicht. So, hier Kohle. Produzieren wir ja noch. Sehr schön. Und Gas. Haben wir zu wenig? Nee, zu viel. Landinfo. Also ich finde es erstmal auf den ersten Blick ein bisschen überfordernd, aber so war das in Hearts of Iron, fand ich auch immer. Ah, hier sind die ganzen Statistiken. Weltführer, aber bei welcher denn? Ach so, generell. Das ist Schweiz und wir sind auf Platz 11. Mitteilungen. Haben wir noch nichts? Ein Tracker? Gesetze, Richtlinien, Tracker. Ach so, welche wurden angenommen? So ein bisschen, was man wahrscheinlich nachverfolgen kann. Was ist so alles in der letzten Zeit passiert? Ja, jährliche Dinge. Ist auch wichtig. Und hier Word. Oh, da ist Schreibfehler drin. Da steht Tessenion statt Tension. Ein kleiner Buchstabendreher. Weltspannung von fast 14%. Welteinfluss 86%. Hat es einen Grund, warum wir hier sind? Bestimmt, weil der Pazifik hier wegen China und so. Was haben wir hier? Ist ein bisschen blöd, dass es noch alles auf Englisch ist. Organisation, Erdpaneele, Pandemien, Weltraumrennen. Habe ich auch Bock drauf. Welche Ereignisse sind zurzeit? Ah, okay. Das ist auch cool. Das ist echt cool. Jetzt nehmen scheinbar nur die ungeahnt teil. Das müssen wir noch ein bisschen ändern. Okay, also wir haben hier schon mal ganz, ganz viel. Dann kriege ich das nicht so mag. Oder vielleicht sind die Gelben, die in Arbeit sind oder noch nicht ganz fertig sind. Oh, das ist. Ich finde das geil. Oh, das ist aber rutschig. Das ist aber rutschig. Kann man das einstellen? Das ist aber rutschig. Cursor-Stil? Nee, nee, nee. Okay, kann man leider nicht einstellen. Ich finde es ganz schön rutschig. Gerade Nationalhymne. Finanzieller Status. Ja, gucken wir uns erstmal Budget an. Ach so, das ist ja an der Seite. Kann ich es mir nicht so angucken? KI, was ist das? Forschung gucken wir uns erstmal noch. Ach du Scheiße, was ist denn das hier alles? Ach so, von wann bis wann? Hier sind Korvetten. Das Militär an sich. Industrie. Ja, haben wir bis jetzt nur Computer. Gesundheit haben wir noch gar nichts. Klare Energie. Das ist noch ein bisschen leer hier alles. Aber das wird, denke ich, sich noch füllen. Ja, Militär haben wir schon mal ganz viel. Hier, Luftunterstützung und so ein Scheiß. Also, wir werden das ja auch nicht wie ein Power and Revolution Projekt behandeln. Das war. Außer es ist natürlich kompatibel, wenn neue Updates kommen, dann schon, aber wahrscheinlich werden wir dann sagen, ich. Ah, und dann kannst du hier auswählen, wie viel Geld ich. Okay. Jade zuweisen. Kann ich das denn tun? Vielleicht hätte ich das Tutorial wirklich machen sollen. Ah, hier gibt es noch. Au, ach so, ach, machen.
Ich habe nichts gesagt, es tut mir leid. Ach du Scheiße, bin ich dumm. Ich habe nichts gesagt. Es ist also doch etwas drin. Not enough budget. Wie geht denn Budget her? Ach so, ach so, ach so, okay. Aber ich glaube, so viel ist noch. Vorher stimmt, es geht ja. Ach so, es geht ja noch weiter. Das ist ja nur bis 2008. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Es tut mir leid. Ich habe nichts gesagt. So, Budget, wie sieht's aus? Kontostand. Oh, mein Kontostand. Sieht das super aus. Also, wir haben 271 Billionen, also Milliarden Steuereinnahmen, würde ich sagen. Erlöse 22 Billiarden, Billionen, Billionen, ja. Wofür das alles steht, weiß ich noch nicht. Das liegt vielleicht daran, weil die deutsche Übersetzung halt noch nicht fertig ist. Ich will aber damit nicht sagen, dass es schlecht ist. Schlecht ist er nicht. Okay, Armee haben wir hier. Oh Gott. Wir führen, glaube ich, erstmal keinen Krieg. Was ist das jetzt? Was ist das? Also ein Raketenwerfer. So. Ja, das Militär. Okay. Oh Gott, das ist ja am Anfang ganz schön überwältigend hier. Haben wir hier Weltbenachrichtigungen? Wahrscheinlich freundliche Länder? Neutralländer und ja, Hassungsländer? Militärische, okay, das sind also generell die Benachrichtigungen. Musikplayer haben wir. Haben wir den eigenen Soundtrack? Weiß nicht. Ich glaube, ich mache den aus. Ich lege. Obwohl, jetzt mache ich in der nächsten Folge. Ein bisschen leiser. Legen wir was eigenes drüber. Ich weiß immer mit Copyright nicht. Health Budget. Achso, wir haben noch gar kein Budget festgelegt. Schon Minister haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Okay, wir haben. Achso, die können uns Vorschläge machen, oder was? Okay, wir machen jetzt erstmal unser Kabinett. Von der KI scheinbar. Welche Art von Vorschlägen möchte ich, dass mein. Was? Welche Art von Vorschlägen möchte ich, dass mein Frosch geschlagen wird? Okay, da hängt noch ein bisschen die Übersetzung. Erhöhen Sie die Punktzahl, Erhöhung der Demokratie, Demokratie verringern, Verringerung der Ausgaben, erhöhen Sie Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus, Kapitalismus, Gleichheit, Glück. Ach du Scheiße. Wir sind hier in der Bildung, also würde ich sagen Demokratie. Was? Dann die Punktzahl. Demokratie, Sozialismus, Konservatismus, Glück. Aber das sind das generell die Vorschläge, also die Minister machen. Nicht die Minister, die ich besetzen kann. Was ist da eine Punktzahl? KI-Vorschläge. Ah, okay, die können mir Vorschläge machen. Interessant, aber ich glaube, ich mache ja erstmal mein eigenes Ding. Bin ich denn hier? Das bedeutet für der KI sagen. Was ist das jetzt? Achso, okay, das sind die Basen. Ja, es wird ein bisschen dauern, bis man sich reinarbeitet, denke ich. Inhalten einsetzen. Aha. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen. Achso, so kann man sich bewegen, nicht so. So rutscht man. Ja, wo verabschiede ich denn Gesetze? Hier, oder? Germany for Democracy, Ideologie, Wirtschaftssystem, Capital Leaning. Okay, haben wir also Umwelt-Ecocentrism. Religion haben wir wieder. Muslime 5%, nicht religiös 25%. Meisten sind Christen, militärische Stärke. Ja, da ist die Formatierung wieder ein bisschen blöd. Statistik. Kleingeschrieben übrigens. Ja, ich erwähne es nur so pingelig, aber ich finde es nicht schlimm eigentlich. 100% Demokratie. Weiß ich manchmal nicht. Eine Diktatur nicht, aber. Wahrscheinlich 100%ige Demokratie. Ich glaube nicht, oder? Liberalismus?
Eher Konservatismus. Kapitalismus, Sozialismus. Okay. Glück, Menschenrechte und Lebenskosten. Konto, ja. Konto verstehe ich noch nicht so ganz. Was meinen die denn da? Okay, jetzt kann ich mir die ganze Liste angucken. Wo verabschiede ich denn Gesetze? Hier wahrscheinlich, oder? Wirtschaft. Exit, Finance, ja, Finanzen, wollen wir uns erstmal gucken. Marktkapitalisierung. Ist unsere Wirtschaft oder was? Was Investment? Wir haben nicht die Aktienmärkte in unserem Land etabliert. Oh, 5 Jahre dauert das. Machen wir da erstmal. Können wir nicht. Ich will machen. Okay, was haben wir denn hier? Okay. Diplomatie hat das noch ein bisschen falsch geschrieben. Wo machen wir Raumfahrt? Na, gucken wir uns ja nicht an. Ressourcen, was haben wir denn da? Meisten haben wir Kohle wahrscheinlich, wa? Oder Holz oder sowas. Haushalte, Appliances. Stahl, was haben wir denn am wenigsten? Das alles. Okay, und jetzt können wir da drauf gehen. Ah, und jetzt können wir eine Förderung subventionieren. Hast du Haushaltsgegenstände? Ja, deutsche Waschmaschinen. Produktion reserviert. Wieder kann ich jetzt Fabriken bauen oder was? Ressourcen. Das hier irgendwie ein bisschen wegmachen. Ich finde es nicht stört, aber es nervt so ganz bisschen. Wirtschaft. Haben wir noch Budget. Budget würde ich mir gerne angucken. Rejected. Laufende Ausgaben. Das ist jetzt ganz schön wenig. Ausbildung. Okay, ist wahrscheinlich Arbeit mit gemeint, oder? Wohlfahrt, das ist der Sozialstaat, Sicherheit, Transport, Sport, Medien, Unterhaltung. Ist das Umwelt, Gehäuse? Was ist denn Gehäuse? Vielleicht Haus, deswegen. Häuser an sich. Energie und Forschung. Na, wer Militärbudget? Ressourcen, Raum, Schulden. Können wir den Schulden zum Beispiel ganz viel Geld geben? Und andere Dinge. Was ist denn andere Dinge? Ein gewisses Budget. Achso, wir können das Budget auch nicht überschreiten, oder was? Dann würde ich sagen, übernehmen wir es doch erstmal, oder? So wie es jetzt ist. Wir gucken da noch mal genauer rein, aber so auf die Schnelle. Ich denke, wenn wir am Samstag Tutorial spielen, dann wird das Let's Play auch ein bisschen erfolgreicher. Aber bis jetzt speichern wir erstmal alles. Das ist also der Haushalt, der uns zur Verfügung steht. Schulden können wir ein bisschen mehr finanzieren, würde ich sagen. Oder abbezahlen, eher gesagt. Hat er gemacht? Ach so, er macht's. Jetzt ist es. Ach so, ich habe es gar nicht so ganz bemerkt. Avas, was ist denn Avas? Nicht. Größern wir mal ein bisschen. Aber ich würde sowas wie Gesundheit oder so oder Wohlfahrt. Das ist bestimmt auch Rentensystem. Bisschen erhöhen. Und Arbeit. Arbeit ist doch mal wichtig. Wollen wir mal, dass wir ein bisschen was zu arbeiten haben. Ja. Das Militär, dann haben wir hier. Oh, Nachrichten. Oh shit, was geht jetzt ab? Okay. Okay, ganz viele Verträge wurden gemacht.
Innerhalb der kurzen Zeit schon so viel passiert. Okay. Ich hätte mit Österreich handeln will. Ach so, kann ich hier interagieren? Senden. Spenden Sie Gesandte. Gesandte. Dann schicken wir noch ein paar Leute nach Österreich. Lieben doch Österreich. Österreich sind doch tolle Menschen, Österreicher. Sehr schön. Ein bisschen Beziehung verbessern. Handelsabkommen. Oh. Steuer. Das sind wahrscheinlich die Zoll, oder? Zollgebühren. Da war ich mal noch nix. Achso, wie viel man kaufen will und dann wie viel Steuern oben drauf kommen. Kreditvertrag. Okay, ich kann mir, wenn ich jetzt sage, ich will was von denen haben. War 100 Jahre lang und die Zinsrate sieht so aus. Oder die sieht so aus. Das wäre doch super. Jobliche Hilfe, ich glaube, so viel Wirtschaftshilfe brauchen die nicht. Kriegen Wirtschaftshilfe von uns? Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Ich kann den auch nach Geld fragen. Nationale Routen. Achso, okay. Was bringt mir das? Was ist denn mit Routen gemeint? So eine Sache, die verstehe ich noch nicht so ganz. 10, okay. Bitten Sie um. Nee, bitten Sie um. Achso, um die Organisation beizutreten. Das ist praktisch, würde ich sagen. Zum Beispiel sage hier. Ja, dann halt das. Da bin ich Mitglied. Ah, nee, die sind da Mitglied. Der UN sind auch Mitglied. Das ist ja kein Mitglied. Hier, Non-Member. Die EEA. Frage ich mal, wollen Sie mitmachen? Senden Sie eine Beleidigung. Ihr Reich ist so weitläufig wie Ihre Kompetenz begrenzt. So wie ein Kleinkind nicht mit Messern spielen sollte, ein Dummkopf wie Sie sollten sich nicht mit Nationen einmischen. Ihre Regierungszeit ist die perfekte Illustration, warum einige Blutlinien dünn bleiben sollten. Ach du Scheiße. Heben Sie ein Embargo auf. Ja, ich denke, so viel werden wir nicht haben oder kommen Waffen. Oder Krieg erklären. Okay. Können wir auch Conquer einfach machen? Liberate Helper. Was ist das? Liberate. Regime transformieren. Marionetten. Start Devastate. Oder halt einfach einnehmen. Achso, wenn ich jetzt sagen will, ich würde gerne die Steiermark haben, dann kann ich Krieg erklären für die Steiermark. Ja. Und hier Botschaft haben wir gemacht. Normalisierung. Warum haben wir das nicht? Haben wir gemacht. Handelsabkommen. Haben wir. Also, dass man nicht dass man erfährt, warum, aber. Wozu, aber das. Ja. Denk mal, was Tutorial gespielt hätte, wäre man da ein bisschen besser dran. Ne? Achso, jetzt können wir hier Forschung machen. Advanced. Oh, hier Glasfaser und so Shit. Haben wir noch kein Budget zugewiesen? Wie weise ich das denn zu? Budget. 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 Haben wir hier das nicht schon ausgewiesen? War hier nicht irgendwo. Nee, 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 nee. Was ist denn? Hier ist Forschung. Ist doch gesetzt. Okay, dann haben wir hier noch Ressourcen halt. Okay. Diplomatie, Government, Treaties, Organizations, World Actions. Oh, hier die Passports. Ja, das fand ich mal ganz gut. Palästina ist wahrscheinlich. Ist neu dazugekommen oder haben die keinen?
Wo ist denn unser? Wo ist er denn? Wo ist der Adler? Der rote Adler, da ist er. Ah, das können wir nachgucken. Verboten, Visum erforderlich, Visum frei. Ja, wenn ich jetzt hier aber nach Afghanistan reisen will, da würde ich schon gerne. Geschäftspolitik, Ihre Politik. Ja, ich würde gerne das. Fragen Sie nach Änderungen. Ja, ich hätte gern. Was? Check ich jetzt nicht so ganz. Okay, dann halt Armenien. Armenien. Ach so, ja, das würde ich gerne. Und dafür kriegt ihr Visum frei für 6 Monate. Was haltet ihr davon? Ist das jetzt durch oder? Okay, ist nicht durch. Oder was? Kriege ich auch eine Benachrichtigung oder passiert das einfach so? Oder? Mitteilungen. Oh, die Briten wollen etwas kaufen von mir. Nee, exportieren. Ich muss 7,4 Milliarden zahlen. Ja, das will ich nicht. Teuer. Oder wollen die? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Aber ist ja auch egal. Ja, Diplomatie. Ja, da haben wir dann noch Demographics. Government. Was haben wir denn? Oh. Aber warum ist das alles unter Diplomatie zusammengefasst? Jetzt können wir hier zum Beispiel die Größe unserer Regierung ändern. Ach so, das sind die Parteien. Ah, wir können fördern. Die SPD kriegt 1,2 mehr. Aber die CDU. Dann haben wir die Allianz 19. Das ist wahrscheinlich Bündnis 90, die Grünen, war. Die FDP, die Freien Demokraten. Politische Punkte, wo haben wir die denn? Ey, wo sitzt er? Zurzeit regiert die SPD, Social Democratic Party of Germany. So, die AfD können wir supporten. Können wir zum Beispiel denen auch ein bisschen Förderung geben? Es steht auch mal konservativ, religiös, Militarismus, liberal, Demokratie. CSU haben wir. Alle mit in der Koalition drin, oder was? Alle sind in der Koalition. Freien Wähler als Free Voters ist the left. Auf Deutsch klingt das, also auf Englisch klingt das Kacke. Sind das die politischen Punkte oder? Ah ne, die Parteien, das geht in der Runde. Wen haben wir denn alles noch? Warum schiebt denn das sich alles mit runter? Ja, hier, wen haben wir? Deutsche Zentrumspartei. Südschleswiger. Oh, die Partei. Sehr schön. Ökologische Demokratische Partei. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Liberal-Konservative. Okay, ich glaube, die Großen hier. Volt, ja, Volt kennen wir auch. Piratenpartei, die kennt man auch noch. Gesetze. Party-System. Wahrscheinlich Parteisystem. Wir limitieren die Parteien, können Multiparteisystem oder eine Partei. Machen wir doch mal Multi. Achso, nee, wir sind Multipartei, man könnte Limited setzen. Okay. Voting System. Keine Gesetze, Regulierung, parlamentarisch oder Referendum. Ja, Referendum würde ich gerne machen. Wir sind doch zurzeit nicht auf Referendum. Election System alle 6 Jahre oder 4 Jahre alle 2 Jahre. Sind wir da jetzt schon? Okay. Glaube, Deutschland ist ein bisschen falsch eingeschätzt. CDU, aber das ist auch nicht 2020, das ist doch 2021 oder nicht? Wenn die SPD regiert. SPD 27% stimmt auch nicht. Die SPD nicht 24 gekriegt und die CDU auch. Alternative für Deutschland. Ich glaube, da kommt die Zahl hin. Achso, die CSU ist einzeln, aber trotzdem sind sie auf 27%. Die Linke, ja.
Da muss ich nochmal nachgucken. Aber vielleicht sind die Prozentsätze halt anders, weil die Sitzverteilung anders ist. Parlament auflösen, Emergency State. Haben wir es jetzt gemacht oder nicht? Parteien sitzen im Parlament. Das ist auch falsch. Sind das 700, 736? Keine aktiven Wahlen, damit ist wahrscheinlich Abstimmung gemeint, war. Warum nicht? Parlament auflösen. Okay, machen Sie Ihre Versprechen. Cannabis-Legalisierung. Okay. Für medizinische Zwecke. Komplett legalisiert. Dekriminalisiert. Okay, Haushaltsausgaben. Was hören wir jetzt zu so sagen? Komplett. SPD sagt jetzt Cannabis komplett legalisieren. Haben wir noch? Carspeeding. Tolerant. Oh, das ist ja arschteuer. 4,1 Milliarden. Ah, das lassen wir noch ein bisschen. Ach, hier sind alle Gesetze, die wir haben. Oder was? Recht ändern. Lohn ändern. Einrichtung anpassen. Kinderarbeit. Verboten. Okay, wir können sie auch legalisieren. Warum? Warum kostet das mehr Haushaltsausgaben? Ist das nicht eher Verringerung? Okay, was passiert, wenn man ein Kind missbraucht? Todesstrafe. Okay, das ist bestrickt, glaube ich. Lebenslang in Haft. Keine Strafen. Oh, das ist ganz günstig. Das ist ganz günstig. Kokain. Das wäre sehr kostengünstig. Internet. Jeglichen Content erlauben. Okay, wir machen jetzt hier Restricted for Children. Okay. Das sind alle Gesetze, die wir bis jetzt haben. Sagen hier zum Beispiel unser Wahlsystem. Auf Referendum. Bevorstehende Wahl. Schon Abstimmung mit gemeint war. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier fehlt um was. Oder hier ist es vertauscht worden. Oder die Übersetzung ist nicht so. So, wir können jetzt hier zum Beispiel, was passiert denn, wenn ich jetzt sage, ich verbiete, obwohl verbieten tun wir noch gar nichts. Ja, keine Diktatur. Also noch nicht. Haben wir hier alle Länder? Unser ganzes Budget nicht aufgebraucht. Das ist doch schon mal gut. So, nach oben hin muss man dann machen. Albania. Achso, da haben sie die Kürze gleich genommen. Ich sage, ich greife hier. Achso, ich kann Claim machen, okay. Ich sage das Sudetenland. Okay, das gibt's nicht mehr. Aber hier, Danzig, wo ist es? Danzig? Ja, müsste doch sein, an der Küste oder nicht? Meine Güte, ist das anstrengend. Ist es doch oder nicht? Gdansk. Das ist Danzig. Ich sage Danzig. Das soll wieder deutsches Gebiet sein. Dann bin ich erstmal ein Reichsbürger aus deutscher Sicht. Aber hier im Spiel. Was passiert dann hier? Westpommern. Das hätte ich doch gern wieder zurück. Kann man da vielleicht einen Vertrag machen? Ein Vertrag, ein Vertrag. Oder habe ich das hier noch richtig als Projekt mal? Weiß ich noch nicht. Ich denke, wir gucken erstmal ein bisschen. Treaties können wir machen. Okay. Polen. Gibt's hier nichts.
Wenn ich mit Polen jetzt sehe, Interaktion, ich hätte gerne. Okay. Handelsembargo. Ja, ihre Führung ist genauso inspirierend wie ein Fischer an Land. Fällt herum, schnappt nach Atem, aber ihre Strategien wären lächerlich, wenn sie ihrem Volk nicht so viel. Das schicke ich. Blöder Vogel. Ja, also jetzt hier kein Polen-Bashing. Irgendwie so ein paar Sachen gehen noch nicht ganz, würde ich sagen. Vereinbarungen. Okay, wir können sogar alles machen. Wir haben alles. Handelsabkommen, Wirtschaftsabkommen. Was, wenn ich das jetzt aber im Boden stampfen will? Das geht nicht, oder? Was? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Oh, hier, Wahlen. Da steht ja auch, wie dann gewählt wird. Weil das wäre ja schon wichtig, welche Partei wofür ist. Meine Sprechen, alle Versprechen. Die AfD und jetzt kann ich abstimmen oder? Die Wahl hat begonnen, die Entscheidung Versprechen zu machen und zu entscheiden, welche Versprechen. Ach, ist das Wahlkampf? Oder was? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Okay. Ist das jetzt hier Wahl? Weil wir haben ja Parlament aufgelöst. Aber hier irgendwie, wo man Gesetze verabschieden kann, weiß ich noch nicht so ganz. Sag okay, die SPD kriegt, weil ich spiele ja gerade. Oder kann ich auch theoretisch wechseln, die Partei? Das weiß ich ja noch nicht. Ich gebe denen jetzt mal. Das ist ja voll viel Geld. 4 Milliarden Euro. Oh, wir haben kein. Ach, das ist das AWAS-Budget, okay. Was heißt das? Was steht denn da? Wer ist er? Ongoing Election Campaign. Okay, das ist wirklich Wahlkampagne. Wahlgeschichte. Keine Wahlgeschichte ist jetzt. Abgeordnetenhaus, oder? England? Ja, oder? Okay, kann jetzt auch zum Beispiel sagen, Straßenreinigung. Ist das vielleicht nicht so das spannendste? Rechte für Gefangene. Volle Menschenrechte? Oder gar keine Menschenrechte. Das wird immer teurer dann. Wir müssen einfach ein bisschen gucken, dass wir hier nicht zu viel rausschmeißen. Officers in Street, also Polizei. Das ist sehr konservativ, aber nicht liberal. Das ist ja immer klar. Krankenversicherung, private Versicherung. Das halte ich für eine schlechte Idee. Wir haben doch in Deutschland gegen HIV oder Freedom of Speech komplette Meinungsfreiheit. Bei uns gibt es komplette Meinungsfreiheit. Übrigens, nur weil ich Sachen hier im Spiel mache, heißt es übrigens nicht, dass ich es auch so in echt immer machen würde. Die supporten mich. Oh, okay, Ukraine, danke, dass ihr mich supportet. Krieger. Oh, Frankreich hat Dings den Krieg erklärt. Algerien. Kolonien zurückholen, wa? Aber wenn ich jetzt einen Claim auf Polen gemacht habe, was bringt mir das? Da kann ich jetzt zum Beispiel. Ich hier alles geclaimt habe. Ja, Schlesien. Das wollen wir haben. Ganz, ich war verstehe noch nicht, also ob meine Taten Konsequenzen haben. Ja, weil ich noch kein Budget habe irgendwie. Ach so, jetzt haben wir Budget.
Dann machen wir hier erstmal Fiberkabel. Das muss wahrscheinlich erstmal durchgewunken werden. Machen wir doch, weiß ich nicht. Forschung ist immer wichtig, aber auch nicht zu viel. 2 Milliarden, was sagt er dazu? Sag mal 2 Milliarden. Brauchen ja auch gutes Internet. Nicht so wie in Deutschland heute. 5 Milliarden für moderne Computertechnik. Sag mal ein bisschen Fortschritt hier rein. Ein bisschen Fortschritt und bessere Komponenten. Ja. Okay, die supporten mich wegen Polen. Ich supporte mal lieber meine Ansprüche auf Polen. Wäre schöner. Ah, die haben jetzt alle mit Polen Handelsverträge geschlossen. Interessant, interessant. Was mir das bringt, ich weiß es nicht. Ja, hier Algerien. Oh, was noch? Okay, die Türken machen auch mit. Gesetze, Richtlinien. Ja, so ganz so was machen, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, was ich hier machen kann. Was? Ich soll Bayern hier Unabhängigkeit geben. Okay. Hier zum Beispiel Brot fördern. Wenn ich möchte. Oder ich kann das auch abbauen lassen. Weniger Brot, bitte. Autobahn bauen. Ja, bitte Autobahn. Ganz viel Autobahn, bitte. Kraftwerke kann man bauen. Biomasse, Kohle. Was sagen wir denn? Jetzt sagen, was Müll? Nuklearkraftwerk. Nicht eine Autobahn. Eisenbahn, ich würde immer Autobahn bauen. Okay. Heben Sie ein Embargo an. Haben die Türken mich gerade beleidigt? Haben die mich gerade beleidigt? Weil ich die Polen beleidigt habe. Okay, wenn ich jetzt Anspruch auf Österreich stelle. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit den Wahlen? Ich verstehe das System nicht so ganz. Ich habe jetzt den Bundestag aufgelöst. Denn derzeit können keine Gesetze verabschiedet werden. Disziplin. Tolerant, moderat, strikt. Energiekonsum. Energiesparen oder freie Nutzung? Wir gehen mal auf Energiesparen. Achso, wenn eine andere Partei schon gemacht hat, dann kann man es nicht mehr selber machen. Das ist ja blöd. Jetzt wartet doch mal hier ganz kurz. Prostitution, ja, verboten. Straßenreinigung. Sowas brauchen wir, Straßenreinigung. Sport. Sport unterstützen wir. Sport ist gut. Es kommt denn die ganze Zeit für Benachrichtigungen rein? Was ist das? Okay. Ja, okay. Reading your membership. Okay. Regarding your membership. Die wollen also, dass ich da beitrete. Das ist ja interessant. Was, wenn ich nicht will? USA hat Jemen den Krieg erklärt? Okay. Das ist doch interessant. Diplomatie, wenn ich jetzt hier Organisationen würde es sein, ja. Die, wer war das? Verbot Nuklearwaffen? Ja, die hier, chemische Waffen. Anwenden.
Bin ich da schon drin oder nicht? Ich weiß halt manchmal nicht, ob die Funktion noch nicht im Spiel drin ist oder ob ich eben zu blöd bin. Kann auch sein. Aber wenn ich jetzt einen Claim hier drauf mache, theoretisch, passiert dann irgendwas damit? Weil ich habe ja erstmal nur einen Claim. Das heißt ja noch nichts. Ich glaube, wir machen auch gleich mal Schluss erstmal, wa? Bestimmt schon wieder 50 Minuten. Ein bisschen das Wahlsystem würde ich mir gerne halt noch angucken. Gesetze und Richtlinien verabschiedet. Achso, das war jetzt Sporthilfe, ja. Ja, okay. Achso, die mögen das. Sagen sie sagen, gut, dass du es getan hast. Na dann muss es ja gut sein. Ist ja ganz schön Disco hier gerade. Kann ich das ausmachen? Nacht, Tag, Nachtzyklus. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen blöd. Ja, es sieht ein bisschen besser aus. Lass uns erstmal ein bisschen schnell durchlaufen, weil ich die Wahlen halt noch angucken würde. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich hier eh noch nicht das Hauptprojekt. Ist einfach nur ein bisschen erstmal zum Reingucken. Wir werden, denke ich, noch ein Hauptprojekt machen. Hier im Spiel, habe ich ja schon gesagt. Aber dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Also jetzt ist sozusagen schon ein Projekt, aber halt, naja, so ein bisschen inoffizieller. Wir spielen das Spiel mehr nicht. Ach hier, Wahlkampagne. Ja, da bin ich noch nicht so gut. Dann sollte ich jetzt noch eine machen, oder nicht? Hier. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Weapon. Ja, ich bin komplett gegen Waffen. Okay, ist gemacht. Viral Diseases Substitution. Also alles so teuer. Krieg ich mal was cool. So, Förderung von Mandatory Schools, also Pflichtschulen, würde ich hoch fördern. Schule ist ja wichtig. Die Rente. An die Miete. Also sie wird gedeckelt. Da bin ich dafür. Weil wenn da steht eh null Ausgaben mehr. Pillen. Also Medikamente ist es sicherlich. Party System, Officer on Streets, Hospitalshygiene. Ja, ein bisschen Hygiene sollte ja auch schon herrschen. In der Schule, Aufsicht des Staates. Das ist mir gerade ein bisschen wurscht. Disziplin, ja, das hatten wir schon. Da kann ich die Todesstrafe hängen. Das ist ja ein bisschen Car Speeding. Da bin ich für eine moderatere Lösung. Einmal so ausprobieren. Was bringt das, was nicht? Durchschnittliche Parteien unterstützen. So. Wir haben jetzt gleich Wahltag. Also wir probieren einfach rundherum. Wie gesagt, am Samstag gibt es noch Tutorial. Die Wahlen sind gewonnen. Oder verloren, oder. Wir haben noch was dazu gewonnen, oder? Ein paar Sitze. Oder hat sich noch was geändert? Ja, so ein bisschen hat sich was geändert. Aber kriegt er gar keine Benachrichtigung irgendwie? Warum kriegt ich da keine Benachrichtigung? Ja, jetzt ist erstmal kurz Stopp hier. Hatten wir nicht. Also im Trailer haben sie doch gezeigt, dass man so einen Ring hat und. Da kann man denn alles auswählen. Das sehe ich zurzeit irgendwie noch nicht so ganz. Also da war ja dann dieser Ring und da stand dann das, das, das. Okay, vielleicht, wenn ich jetzt hier sage. Ach so, okay.
Gibt mir Vorschläge. Dear President, I'm here to inform you that I strongly recommend to change education bis 18 in der Schule. Ablehnen, zunehmen oder neutral? Ich bin neutral. Bis 18, das ist aber ganz schön krass. Ich würde sogar sagen, nur bis 16. Macht da weniger Geld. Was hat er da denn da? Ah, jetzt hier sind, da sind die Gesetze. Ah, okay. Arbeitskräfte, Einrichtungen, Gesetze, Impfungen. Warum kann ich das alles nicht auswählen? Jetzt sind wir hier im Richtigen. Ah, okay. Kindergarten. Teachers und Professors. Ja, Kindergärten müssen wir ein bisschen was. Da müssen wir was hochschrauben. Eieieiei. Kostenlos Essen für Kinder. Natürlich. Kinder kriegen gratis Essen. Dresscode. Nee, brauchen wir nicht. Kein Dresscode. Okay. Naja, also jetzt haben wir hier so ein bisschen die Sachen. Und dann haben wir hier halt immer. Wo war das denn gerade? Hier. Da lehne ich aber erstmal ab. Ja, machen wir erstmal noch nichts. Dann haben wir die ganzen Ministerien, die können mir vorschlagen. Hier, Wohlfahrt, was wollen sie denn? Die wollen, dass ich kein gratis Essen an Wohnungslose gebe. Nein, das gibt's nicht. I strongly recommend to develop. Also hier so verpflichtende Arbeit für Arbeitslose. Nee, ist doch gut. Dann können wir uns das hier mal angucken. Adjust. Haben wir ein Budget? Okay. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ach stimmt, hier waren wir gerade schon. Wir wollen Wohlfahrt. Da. Wohlfahrtsgesetze. Wenig Förderung. Und ich weiß, ich glaube, so ein paar Sachen sind hier immer ganz schön falsch. Was, die Wars? Scheidung ist verboten? Wo sind wir denn hier? Oh. Nur Ein-Kind-Politik. Familienhilfen. Gleichgeschlechtliche Ehe. Das gehört alles zur Wohlfahrt. Sicherheit. Okay. Was ist das alles? Deutsch würde ich es ein bisschen schöner finden. Wo der War on Terror, wo ist er denn? Da. Ich ihn jetzt deaktiviere. Was spart es uns? Okay, jetzt reduziert scheinbar unsere Kosten. Transport, okay, hier hat man sehr. Oh, hier hat man viel. Gesetze. Man darf an Feiertagen nicht reisen. Gratis Schultransport, ja, warum denn nicht? So, wir haben kein Geld mehr. Ich habe in manchen Bereichen wirklich Budget ganz schön knapp angesetzt. Atomkraftwerkis, wo sind sie? Brockdorf, Isar 2, da ist er doch. Kann ich die nicht aktivieren oder so? Ich lasse mir gleich auslaufen. Naja, ich würde sagen, das war die erste, ja, ganz schön chaotische Folge. Ich weiß, für die erste Folge, so, naja. Aber wir gucken uns das nochmal genauer an. Das war jetzt so ein bisschen der erste Einblick, der erste Eindruck. Weil ich dachte, ach, wenn ich mir das jetzt privat erst anschaue, das ist ja blöd. Gucken wir es mal ein bisschen mit euch an. Vielleicht habt ihr auch mehr Ahnung von dem Spiel. Ich weiß es nicht. Bis jetzt, boah, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Aber ich denke, wenn wir spätestens dann morgen das Tutorial spielen, sollten wir alles hinkriegen. Aber so ein bisschen habe ich jetzt ja was gefunden. Also dann, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Leute.